Ich arbeite in einem kleinen Lebensmittelladen. Der Besitzer des Ladens war ein Mann namens Randy. Und eines Tages erzählte er mir eine seltsame Geschichte. Vor 20 Jahren arbeitete Randy auch in einem Lebensmittelladen in der Nachbarschaft. Damals gab es einen Kollegen namens Curtis. Und die beiden freundeten sich an, als sie zusammenarbeiteten. Eines Tages gestand Curtis, dass er schon einmal jemanden ermordet hatte. Und als Randy ihn auslachte, dachte er, es sei ein Scherz. Curtis sagte, dass es wahr ist. Und dass er nicht von der Polizei verhaftet wird, selbst wenn er Leute umbringt. Als Randy ihm sagte, er solle aufhören zu scherzen, sagte Curtis, er werde es beweisen. Eines Tages, als die beiden nach einem Ziel suchten, fanden sie einen Mann, der alleine in der Gasse lief. Und Curtis entführte und ermordete ihn. Randy sagte, das sei alles, was er wisse. Er sagte, er habe keine Ahnung, was Curtis dem Mann angetan hat. Nach einiger Zeit wurde ein Mann in der Nachbarschaft als vermisst gemeldet. Die Polizei brach ein und verhörte Curtis. Aber es gab keine Beweise gegen ihn. Also fragte Randy Curtis immer wieder, wie er das gemacht habe, aber er erzählte ihm nichts. Schließlich verging die Zeit und Randy fühlte sich sehr schuldig. Er hatte jedoch nicht den Mut, den Vorfall zu melden, da er sich sonst zum Komplizen machen würde. Randy erzählte mir, dass es schon 20 Jahre her sei und mahnte mich, immer auf die Menschen aufzupassen. Es fiel mir schwer zu glauben, was er sagte. Ich dachte, er hätte sich die Geschichte nur ausgedacht. Dann kam eines Tages ein Mann namens Curtis in unserem Laden vorbei. Randy begrüßte Curtis und stellte ihn mir vor. Ich spürte ein Unbehagen. Ist er der Mörder? Er war ein durchschnittlich aussehender Mann. Er sah eher freundlich aus. Curtis begrüßte mich mit einem entspannten Gesicht. Nach einer Weile, während Randy weg war, fragte ich Curtis: Hey, es gibt da etwas, das Randy mir erzählt hat. Ist es wahr? Curtis versteifte sich plötzlich und fragte, wovon ich spreche. Ich sagte zögernd: Vor 20 Jahren. Dann unterbrach mich Curtis. Und sagte, oh, natürlich ist das eine erfundene Geschichte. Macht das Sinn? Dann erhob er sich mit einem ernsten Gesicht von seinem Platz. Nach einer Weile, als er den Laden verließ, sagte er, möchtest du ein paar Süßigkeiten? Dann reichte er mir ein Bonbon, das in ein durchsichtiges Papier eingewickelt war. Ich nahm es, aber ich aß es nicht. Er sah mich immer wieder an, als würde er mich auffordern, mich zu beeilen und es zu essen. Als ich mich weigerte, es zu essen, verlangte er es und nahm es zurück. Von diesem Tag an kam Curtis immer wieder in den Laden und sprach mich jedes Mal an. Er forderte mich immer wieder auf, mit ihm spazieren oder essen zu gehen, aber ich lehnte immer wieder ab. Dann kam Randy eines Tages zu mir und sagte, sieht so aus, als wärst du ein Ziel von Curtis geworden. Lauf weg, lass dich hier nie wieder blicken, geh weit weg in eine andere Gegend, lass dich nicht finden. Nach ein paar Tagen habe ich tatsächlich aufgehört zu arbeiten. Zum Glück musste ich Curtis nicht mehr begegnen, aber die unendliche Angst und die Zweifel blieben in meinem Kopf haften. Doch nach einer Weile hörte ich die Nachricht, dass Randy vermisst wird. Die Polizei fand heraus, dass Randy den Laden zuletzt mit Curtis verlassen hatte und begann gegen Curtis zu ermitteln. Und schließlich fanden sie Randys Haare in Curtis' Haus. Aber so sehr sie auch nach Randys Körper suchten, sie konnten ihn einfach nicht finden. Nach hartnäckigen Ermittlungen fand die Polizei schließlich etwas in Curtis' Haus. Es gab einen versteckten Raum in der Decke seines Hauses. In der Decke lag die Leiche von Randy. Außerdem gab es eine Betonwand. Als die Wand angebohrt wurde, fand man weiße Knochen. Der DNA-Test des Knochens ergab, dass es sich um den Mann handelte, der seit 20 Jahren vermisst wurde. Curtis wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Hallo, ich bin Rachel und ich habe herausgefunden, dass mein Onkel ein bekannter Mörder ist. Ich gebe euch die Erlaubnis, ein Video darüber zu machen. Als ich klein war, wusste ich, dass mein Onkel nicht ganz richtig im Kopf war. Und wenn ich meine Mutter oder ein anderes Familienmitglied väterlicherseits fragte, sagten sie einfach, Ted hat ein paar schlimme Dinge getan, bevor du geboren wurdest. Also darfst du nicht allein mit ihm sein. Eine Weile nachdem ich 13 geworden war, sprach ich plötzlich das Thema Ted an. Und meine Mutter hatte sich endlich dazu durchgerungen, mir zu erzählen, dass er zwei Menschen umgebracht hatte. Er hat einen Mann und eine Krankenschwester auf dem Gewissen. Ich war überrascht, dass meine Mutter etwas mehr ins Detail ging. Sie erzählte mir sogar, dass, nachdem sie und mein Vater sich scheiden ließen, weil er sie betrogen hatte und kein guter Vater war, mein Vater Ted angewiesen hatte, meine ältere Schwester, meine Mutter und mich zu stalken. Was er auch tat. Die Nachbarn haben Ted dabei erwischt, wie er uns in ihrem Garten beobachtet hatte, und riefen die Polizei. Einmal hat er sogar eine Morddrohung auf dem Auto meiner Mutter hinterlassen, angeblich weil meine Mutter ihm keine Burger von McDonald's mitgebracht hatte.
In den Scheidungspapieren meiner Mutter und meines Vaters stand sogar, dass meine Schwester und ich nicht mit Ted allein sein durften. Nun war meine Mutter endlich bereit, mir alles zu erzählen. Ted Mayer hat einen sehr reichen und bekannten Mann zusammen mit einer anderen Krankenschwester bei einem Brand umgebracht. Meine Mutter erzählte mir, dass er das alles ein paar Jahre lang geplant, um dann 1999 den Plan in die Tat umzusetzen. Das steht sogar in einem Artikel über Ted Mayer, der wie folgt lautet. Theodore Ted Mayer ist ein ehemaliger Green Beret, der jetzt als Krankenpfleger arbeitet. Er wurde 1999 wegen Brandstiftung verurteilt bei der Edmund Safra und eine weitere Krankenschwester in Safras Penthouse-Wohnung in Monaco ums Leben kamen. Im Oktober 2007 wurde Mayer nach 8 Jahren Haft entlassen. Es gab auch einen Artikel über das Opfer, der wie folgt lautete. Edmund J. Safra war ein libanesisch-brasilianischer Bankier. Er starb bei einem Brand, der großes Medieninteresse erregte und bei dem gerichtlich festgestellt wurde, dass er auf Brandstiftung zurückzuführen war. Es erklärt, warum er eine extrem seltsame Aura ausstrahlte, warum er nicht unbeaufsichtigt und allein in der Nähe von Kindern gelassen werden durfte. Der Grund, warum ich diesen Beitrag teilen möchte, ist, die Menschen vor meinem Onkel zu warnen, der vielen als Ted oder Ted Mayer bekannt ist. Bitte haltet euch von diesem Mann fern, nehmt keinen Blickkontakt mit ihm auf und lasst euch nicht auf ihn ein, denn er ist sehr gefährlich und bereit, ein weiteres Verbrechen zu begehen. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was er mir antun würde, wenn ich mit ihm allein wäre und niemand in der Nähe wäre. Und ich bin dankbar, dass meine Mutter, meine Schwester und mich beschützt hat. Dies geschah 1998. Damals war ich noch nicht geboren, aber diese Geschichte wurde mir von meiner Mutter erzählt. Damals gab es eine Überschwemmung, die Tür unseres Hauses wurde beschädigt und musste repariert werden. 2 Tage später fühlte sich meine Mutter seltsam, weil Gegenstände aus dem Haus fehlten, Geld, Schmuck, Lebensmittel und so weiter. Eines Abends plante mein Vater, einen Besen in die Mitte der Haustür zu stellen, damit er herunterfällt, wenn jemand die Tür öffnet. Am nächsten Tag waren wir alle schockiert, weil der Besen, der ursprünglich in der Mitte der Tür stand, nun neben der Tür lag. Das heißt, jemand hat die Position des Besens verändert. An diesem Abend wollte Papa versuchen, die Person zu fangen, die versucht hat einzubrechen. Mein Vater saß im Wohnzimmer und schaltete alle Lichter und Ventilatoren aus. Plötzlich öffnete sich die Tür und mein Vater sah, wie ein Mann unser Haus betrat. Papa nahm sofort einen Baseballschläger und schlug so fest zu, wie er konnte. Der geschlagene Mann fiel um und krümmte sich vor Schmerzen. Offenbar war der Mann, der unser Haus reparierte. Der Mann versuchte zu fliehen und sagte, er sei durstig und wolle Wasser in der Küche. Aber mein Vater war nicht nachlässig und ließ ihn nicht los. Daraufhin kam die Polizei und nahm den Mann fest. Und überraschenderweise waren wir nicht die Ersten. Diesem Mann sind schon viele zum Opfer gefallen. Die Polizei hat dann das Haus des Mannes untersucht und die Frau des Mannes informiert. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann offenbar eine Menge Schmuck gestohlen und ihn seiner Frau geschenkt hatte.